du hast Schlafprobleme oder leidest an chronischer Müdigkeit, dann habe ich heute einige Tipps für dich, die dir vielleicht bei deinem Problem helfen können. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit meiner Apfelessig-Serie. Hierzu gibt es bereits einige Videos auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wie dir der Apfelessig bei Schlafproblemen oder chronischer Müdigkeit auf natürliche Weise helfen kann. Im Anschluss daran gebe ich dir noch weitere Tipps, wie du mit anderen natürlichen Mitteln ebenfalls dieses Problem lösen kannst und hoffe, dir damit helfen zu können. Nun aber zuerst mal zum Apfelessig. Bevor du jedoch den Apfelessig anwendest, solltest du zuerst mal deine Lebensweise überprüfen. Vielleicht läuft da ja einiges schief, was dich daran hindert, entspannt ein- oder durchzuschlafen. Denn auch unsere Lebensweise trägt sehr dazu bei, entspannt schlafen zu können oder eben nicht. Es können zum Beispiel bei einer Überreizung zu viele verschiedene Eindrücke oder bei einer psychischen Belastung, ebenso bei zu vielen Genussgiften, Schlafprobleme auftreten. Deshalb solltest du wirklich hier zuerst mal schauen. Wenn du das getan hast und deine Lebenssituation geändert hast, kannst du den Apfelessig zuerst mal ausprobieren. Warum kann dir der Apfelessig hierbei helfen? Der Apfelessig enthält Kalium, Magnesium und Eisen. Diese wirken ausgleichend und beruhigend. Ebenso verhält sich das beim Honig. Deshalb wirken diese beiden natürlichen Mittel besonders gut zusammen und gegen Schlaflosigkeit. Der Apfelessig setzt außerdem Tryptophan frei, welches sich in Serotonin umwandelt. Dieses wiederum fördert die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Wie wendet man nun den Apfelessig am besten gegen Schlaflosigkeit an? Hierfür mischst du ein Glas lauwarmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und 1-2 Teelöffeln Honig und trinkst dieses Glas langsam und in kleinen Schlücken. Normalerweise hilft dieses Gemisch schon wunderbar bei Schlaflosigkeit. Wenn du aber Probleme damit hast, Apfelessig zu dir zu nehmen, weil dir der saure Geschmack einfach nicht zusagt, dann habe ich hier noch ein paar sehr leckere Tipps für dich, die dir auch sehr gut helfen können. Mit natürlichen Früchten oder auch Nüssen. Zum Beispiel Bananen, Datteln und, wie gesagt, Nüsse. Sie enthalten Serotonin, das fördert ebenfalls die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Dafür nimmst du entweder 3-4 Nüsse oder eine Banane oder 2-3 Datteln, circa eine Stunde vor dem Schlafengehen zu dir. Weitere Möglichkeiten, die dir auch noch helfen können, sind zum Beispiel, versuche möglichst immer zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen. Entferne alle elektrischen Geräte aus deinem Schlafzimmer oder aus dem Raum, in dem du schläfst, wie zum Beispiel PC, Telefon mit Telefonanschluss, Radio, Fernseher oder auch das Handy. Schalte alles ab, am besten ausstecken. Denn all diese elektromagnetischen Impulse fördern Schlafprobleme. Lüfte ca. 10 Minuten lang, bevor du schlafen gehst, deinen Raum mit geöffneten Fenster gründlich und ca. eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen keine Medien mehr. Auch wenn es noch so schwer fällt. Auch kein Handy, nichts. All das stört nur beim Einschlafen und auch beim Durchschlafen. Diese halbe Stunde kannst du nutzen, indem du entweder dich ruhig hinlegst und deinen Gedanken mal freien Lauf lässt, also sie kommen und gehen lässt, ohne sie zu bewerten, sie dir einfach nur mal anschaust. Das löst die Blockaden im Kopf und befreit und entspannt. Oder aber, wenn du dazu keine Lust hast oder keinen Elan, dann kannst du dir einfach ganz in Ruhe in dieser halben Stunde mal alles in deinem Raum,
in Ruhe anschauen, egal was, jedes kleinste Detail. Das lenkt wunderbar ab und entspannt auch. Dann hoffe ich, dass ich dir mit meinen Tipps bei deinem Problem weiterhelfen konnte und freue mich über ein Feedback von dir, falls einer der Tipps bei deinem Schlafproblem geholfen hat. Dann freue ich mich über ein Like oder eine Bewertung oder auch hier über ein Feedback von dir. In meinem nächsten Video aus dieser Apfelessig-Serie erfährst du, wie dir der Apfelessig zu geschmeidiger Haut verhilft. Auch so interessant. Wenn du wissen möchtest, wie, schalt einfach wieder hier rein. Dann wünsche ich dir gutes Gelingen und dass deine Schlafprobleme bald besser werden. Alles Liebe und bis bald!